Hallo zusammen, willkommen zurück zu diesem Video. Heute soll es mal um das Thema Heimtrainer gehen, denn das sind sehr praktische Fitnessgeräte für zu Hause, die schon zu einem sehr guten und günstigen Preis zu kaufen gibt. Damit könnt ihr ganz einfach zu Hause trainieren, ohne ein teures Abo im Fitnessstudio abschließen zu müssen. Da es aktuell auf dem Markt schon sehr viele Modelle gibt, schauen wir uns also heute mal die Top 3 der bestbeliebtesten Heimtrainer an, die man sich für zu Hause holen kann, die auch sonst sehr gute Bewertungen genießen und die wirklich ihren großen Funktionsumfang haben. Mit dabei sind namhafte Marken wie zum Beispiel Hammer oder Scandica und wir werden heute mal der Reihe nach durchgehen, mal die technischen Daten anschauen, uns mal die Bewertungen durchlesen und zum Schluss auch mal hier vom Vergleichssieger aus hier die Vorteile nochmal näher beleuchten. Also bleibt bis zum Schluss dran, dann würde ich sagen, starten wir durch. Wir fangen direkt an, los geht's und zwar mit Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns das Shorto X2 Ergometer. Und da würde ich sagen, schauen wir uns dieses Gerät mal an. Das kommt praktisch so daher. Das wären praktisch die kompletten Teile. Da müsst ihr das praktisch noch aufbauen. Mit dabei sind diverse Schrauben und sonst nur einen kleinen Bordcomputer noch. Also geht ganz einfach. Ihr müsst praktisch hier nur die Sachen aneinander stecken. Dann zum Beispiel hier unten dann das mit zwei Schrauben fixieren, kurz festmachen. Und dann geht es im Grunde auch schon weiter. Der Aufbau sollte innerhalb von 2 Stunden problemlos erledigt sein. Und dann könnt ihr im Grunde auch schon damit anfangen zu trainieren und richtig hier durchstarten. Also ein Top-Gerät. Hier kann man nochmal sehen, wie man den Sattel genau einstellt. Auch der ist höhenverstellbar mit so einer Schraube. Könnt ihr ganz einfach auf eure Höhe anpassen und dann dementsprechend noch hier den Sattel drauf montieren und dann seid ihr im Grunde auch schon so einen großen Teil fertig und könnt dann wie gesagt direkt durchstarten. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt diesen Heimtrainer mal direkt auf der Produkteseite uns an, gehen dort mal die technischen Daten alles durch und werden dann auch hier nochmal die Bewertungen uns anschauen. Dann schauen wir uns jetzt mal das Shorto X2 Ergometer uns hier ganz genau auf Amazon an. Den Link gibt es auch hier in der Videobeschreibung unten, also schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zu diesem Produkt und könnt es euch nochmal nachher in aller Ruhe euch anschauen. Es kommt wirklich sehr gut daher, hat eine sehr gute Ausstattung und natürlich auch hier einen sehr robusten, hochwertigen Rahmen. Gehen wir kurz auf den Preis ein, der ist leider nicht ganz so schön, also er ist leider etwas teurer, 599 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis, dafür bekommt ihr auch hier ein hochbelastbares Fitness-Bike, was bis zu 150 Kilogramm dann auch aushält. Wir gehen mal vor zweiter Runde, es gibt noch hier noch weitere Varianten, zum Beispiel eine Bluetooth-Version. Und es gibt auch hier einen Aufbauservice, der könnt ihr ebenfalls praktisch mit dazu buchen. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Daten, gehen die mal kurz durch. Hier steht mal einiges drin. Es gibt hier einen Aluminiumtyp, also dieses Rad ist aus Aluminium gefertigt und somit auch ja recht leicht, sage ich mal. Wiegt aber immer noch 42 Kilogramm. Wir gehen mal kurz runter zu den weiteren technischen Daten. Also es ist wirklich sehr leise. Wir haben hier die volle Leistung. Wir haben sehr viele Verstellmöglichkeiten, auch vom Sattel her, vorn, zurück, hoch, runter. Aber auch beim Lenker könnt ihr zahlreiche Sachen anpassen und es eignet sich dadurch für jede Altersklasse. Die Benutzergröße ist von 1,50 m bis 1,90 m hier, hier bereitgestellt bzw. hier konstruiert und die Schrittlänge von 70 cm bis 92 cm. Ja, die Gewichtsbelastung ist hier wirklich sehr hoch, also auch hier wirklich für etwas schwere Menschen sehr gut geeignet. Hier nochmal die Hauptfunktion, wir haben ein hochwertiges Magnetbremssystem, es hat einen geräuschlosen Riemenantrieb, hat einen verstellbaren Widerstand an der Unterseite. Wir haben dann hier einen komfortablen Sattel, rutschfeste Pedale und wir haben so eine integrierte Transportrolle, damit könnt ihr dieses Fitnessbike ganz einfach hier von A nach B transportieren und so vielleicht im Schrank oder sonst so verstauen. Da nochmal die genauen Abmessungen, da nochmal die genauen technischen Daten dazu und dann gehen wir jetzt abschließend nochmal kurz auf die Bewertungen ein, gehen die mal kurz hier durch und es sieht auch soweit sehr gut aus. Gutes Fitnessbike zum fairen Preis, klasse Bike für den guten Preis, auch sonst alles hier erwartet, empfehlenswert und Produkt wirklich sehr vom Hersteller empfehlenswert, also ein tolles Gerät, was ihr seinesgleichen sucht und auch sehr gut für das tägliche Training geeignet. Also, falls euch dieses Fitnessbike interessiert, klickt mal den Link in der Videobeschreibung an, dann kommt ihr direkt zum Produkt und dann gehen wir auch gleich weiter. Weiter geht's nun mit Platz 2 und dort bleibt bei uns das Scandica Ergometer und da würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz etwas näher auf dieses Gerät ein. Sieht praktisch so aus und kommt wirklich sehr hochwertig daher. Wir haben zu einmal hier ein sehr gutes Gerät und zwar das Modell Morpheus, was hier wirklich sehr praktisch, handlich und geschickt ist. Es gibt ein sehr großes Display dran, es ist sehr einfach zu bedienen und auch sonst macht es hier einen sehr hochwertigen Eindruck.
Wir haben hier zahlreiche abwechslungsreiche Trainingsmodis mit dabei. Ihr könnt also hier wirklich zahlreiche Sachen damit trainieren. Es ist ganz einfach einzustellen und kommt auch hier wirklich mit einer sehr guten Körpergröße von bis zu 2 Meter problemlos zurecht. Zudem hat es hier weitere Funktionen, es ist individuell ergonomisch einstellbar, ganz einfach hier unten an so einem Drehregler dann die Sitzhöhe zum Beispiel verstellen, aber auch den Sattel kann man hier vor und zurück dann praktisch verschieben, um somit praktisch alles anzupassen. Der Lenker ist ebenfalls hier im Winkel verstellbar, könnt ihr dann einfach vorne wieder festziehen und so geht es dann auch direkt los und ihr könnt richtig durchstarten beim Trainieren. Ein weiterer Pluspunkt ist das beleuchtete Display, was praktisch hier eine blaue Hintergrundbeleuchtung hat. Es gibt hier 24 Trainingsprogramme und ja sehr übersichtliche große Schalter. Zudem kann man natürlich auch hier noch die KinoMap-App herunterladen und sich dann damit zum Beispiel irgendwelche Trainingsvarianten ja anschauen und die dann praktisch hier durchspielen. Also auch das ist wirklich sehr praktisch. Es gibt aber auch Pulssensoren und einen Brustgurt, der praktisch hier mit inklusive ist und damit habt ihr immer die perfekte Überwachung über eure Körperfunktionen. Also ein tolles Gerät. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf und schauen uns das dort mal ganz genau hier an. So, schauen wir uns mal den Scandica Ergometer Morpheus hier direkt auf Amazon an, wo es auch dieses Ergometer, diesen Heimtrainer zu kaufen gibt. Den Link dazu, den gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein und klickt mal direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite, wo es dieses Modell hier für ca. 599 Euro zu kaufen gibt. Wir gehen jetzt gleich mal kurz die technischen Daten durch. Es gibt hier auch verschiedene Farben, also zum Beispiel hier oder hier. Also da gibt es zahlreiche Ausstattungsvarianten. Könnt ihr hier frei wählen, was euch hier besser gefällt. Dann gehen wir jetzt mal kurz runter. Gehen wir kurz die weiteren technischen Daten hier, wie eben schon besprochen, kurz durch. Hier haben wir dann die ganzen Punkte. Zum Beispiel natürlich hier die exakten Maße und das Gewicht von 36 Kilogramm. Wir haben eine maximale Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Und ja, da stehen nochmal ein paar weitere Sachen drin, wie zum Beispiel hier der Materialtyp Kunststoff. Und ja, soweit sieht es gut aus. Und da gehen wir jetzt mal kurz hier die expliziten Daten durch. Wir haben hier 24 Trainingsprogramme und 32 Widerstandsstufen mit dabei. Ein Schwungmassesystem mit 12 Kilogramm LCD-Display. Wir haben hier dann 60 Tage kostenfreien Trainingsspaß bei diesem Online-Portal, also bei diesem virtuellen Training. Es gibt hier ein großes Display, verstellbare Sitze, Sitzposition und Co., bequemer gepolsterter Sattel. Wir haben hier eine maximale Tragfähigkeit von 150 Kilogramm bei einer Körpergröße von bis zu 200 cm und hier nochmal die Aufstellmaße und natürlich hier das Gewicht. Also das große und stabil, es gibt hier Multifunktionscomputer mit dabei, wir haben abwechslungsreiches Training, der Sitz ist sehr bequem und sicher, er ist verstellbar, hat ja auch Handpulssensoren dabei und unterstützt auch ihren Pulsgurt. Und auch sonst sieht es hier soweit sehr gut aus. Man kann zusammenklappen und dann dementsprechend hier verstauen. Also gut gemacht. Und wir gehen mal kurz zum Schluss mal auf die weiteren Bewertungen dazu ein. Ihr könnt schon sehen, ist ein super Teil für jedes Alter geeignet. Gute Ergometer und auch sonst hier wirklich gut. Tolles Qualitätsprodukt, alles top. Und ja, auch sonst sieht es soweit gut aus. Also schaut euch den mal an hier direkt auf Amazon. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter. So, gehen wir weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieg, und es wäre das Hammer Ergometer. Und die Marke Hammer, die kennt wahrscheinlich jeder von euch, denn die produziert hier wirklich erstklassige Fitnessgeräte in Deutschland. Das ist also hier eine deutsche Marke und die auch hier eine sehr schöne App anbietet für zahlreiche Workouts. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf und gehen das nochmal hier im Detail durch. So, dann schauen wir uns jetzt hier mal den Hammer Ergometer hier direkt auf Amazon an, wo es denn hier auch zu kaufen gibt. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, da kommt ihr direkt auf diese Seite, wo es praktisch diesen Heimtrainer ganz kostengünstig zu kaufen gibt. Gehen wir jetzt mal kurz die technischen Daten durch. Die Bilder habe ich euch ja gerade schon mal gezeigt. Wir gehen zuallererst mal kurz auf den Preis ein, denn der kann sich hier sehen lassen. Dafür, dass wir ein wirklich gutes Markenprodukt haben von Hammer, kostet dieser Heimtrainer gerade mal 531 Euro. Und er eignet sich sowohl für normale Menschen, aber auch für Senioren. Ist sehr modern mit Bluetooth und einer App-Steuerung. Also hier wirklich top ausgestattet und das sogar noch mit einer Tablet-Halterung. Wir gehen mal kurz runter. Es gibt ja auch einen Aufbauservice, der kostet etwas Aufpreis. Dann werden wir uns mal kurz die technischen Daten uns dazu anschauen. Wir gehen mal kurz hier runter. Da stehen nochmal ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel auch die Größe XL. Wir haben dann hier nochmal die Abmessung und das Gewicht von 40 Kilogramm. So,
Hier mal kurz hier nochmal zur Marke Hammer an sich. Die haben über 120 Jahre Erfahrung. Ist ein deutsches Unternehmen mit 250 Mitarbeitern. Also wirklich erstklassige Qualität aus Deutschland. So, schauen wir uns mal kurz das Produkt hier näher an. Wir haben hier praktisch mehrere Möglichkeiten. Es gibt hier so eine eigene Hammer-App, die man praktisch hier on demand dann buchen kann. Damit kann man dann ganz gut trainieren. Wir gehen mal kurz weiter. Es gibt hier praktisch innerhalb der App diverse Kurse. Und da habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten, es anzuwenden. Also ein Top-Gerät, gibt ein Smartphone und ein Tablet-Halterung, eine Trinkflaschenhalterung, die befindet sich hier an der Unterseite. Es ist ein bequemer Sitz vorhanden. Es gibt eine Schnellverstellung, ein Antriebssystem bis zu 350 Watt und einstellbare Fußkappen. Also hier ist auch an alles gedacht. Zudem noch Pulskontrolle, USB-Ladeanschluss, Bluetooth ist mit dabei, rutschfeste Pedale, Premium-Transportrollen und eine sehr hohe Tragfähigkeit von bis zu 130 Kilogramm Körpergewicht. Also wirklich ein tolles Produkt. Da können wir jetzt mal sehen, wie man das Tablet praktisch hier ganz einfach so drauflegt auf diesen Bordcomputer. Und darüber kann man dann praktisch hier entweder TV-Sendungen streamen oder hier das Ganze mit einer Fitness-App dann betreiben. Da könnt ihr auch schon sehen, es gibt nochmal die zweite Variante als Liegefahrrad, aber in unserem Fall erstmal hier dieses normale Ergometer. So. Gehen wir kurz zum Schluss mal auf die Bewertungen ein. Robust und funktional, sehr schön und gute Ergometer und auch sonst wirklich ein tolles Produkt für die ambitionierten Amateure. Und auch sonst kann man hier wirklich sehr viele tolle Bewertungen sehen. Super Ergometer für Reha zu Hause. Also, schaut es euch mal an, ist wirklich ein interessantes Produkt und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich weiter und zwar zu den Vorteilen. Also gehen wir jetzt noch kurz die wichtigsten Vorteile zum Hammer Ergometer durch, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Wir haben zum einen mal hier einen guten Preis, wir haben ein großes LCD-Display mit dabei, er hat eine sehr hohe Belastbarkeit, der ist einfach zum Aufbauen und es gibt hier einen sehr soliden und robusten Rahmen. So, das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Links zu diesen Ergometern gibt es unten in der Videobeschreibung, schaut mal rein, klickt mal auf die Links drauf und dann vergisst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Also bis bald.